Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Pichu und willkommen zu einem neuen Video, meine Damen und Herren. Und heute, es ist der 14.10., meine Damen und Herren. Und es könnte sein, dass heute was Schlimmes passiert. Also bitte bleibt dran, bis zum Ende. Schaut gerne auch bis zum an ganz anderen Leuten. Da ist auch Kian. Und lasst ein Like da und ein Abo. Viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. So, ich bin hier und schaue mir das Ganze an, Leute. Die alte Sonnenfestung, die bald höchstwahrscheinlich nicht mehr geben wird, wenn ein Unheil vorbei ist. Alles, was wir hier erreicht haben, alles, was wir geschaut haben und gemacht haben, hat bald sein Ende. Wollen wir das alle? Ich weiß es nicht, meine Damen und Herren. Aber geht da mal hier runter. Ach Mann. Sieht das alles so schön aus, meine Damen und Herren. Ich bin ehrlich, irgendwie ist es ein bisschen traurig so, was wir alles hier erreicht haben und hier gemacht haben. Auch irgendwie, dass alles jetzt auch hier, wo Massau gekämpft hat, hier Massau gegen Shatawa gekämpft hat, alles. Ich habe gestern einfach so viel gesehen und so viel nicht gesehen. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Einfach, es ist jetzt genau der 14.10.2024 und dann alle, die Geburtstag haben, alles Gute für Geburtstag. Aber ja, kommt doch, bis Kian von der Insel gebannt wird. Ich wurde noch nicht gebannt und es ist so alles irgendwie okay, nichts ist passiert. Die Frage ist einfach nur, wie lange Zeit habe ich ihn gleich jumpen? Wann werde ich gebannt und warum soll ich überhaupt gebannt werden? War das vielleicht einfach nur ein Joke von Faker Kianis? Hat vielleicht Faker Kianis gar nichts damit zu tun? Ist das vielleicht auf Miras Werk gewachsen? Stimmt, der Kian wird heute gebannt! Das Ganze ist halt oh mein so Gott! Und ich hatte wortwörtlich einfach keine Zeit, mich in irgendeiner Art und Weise darum zu kümmern, dass ich, Leute, ich jump jetzt runter. Hä? Oh! Hä? Bist du da? Hallo? Kian? Wow! Oh, was ist denn? Sorry, was geht, Brudi? Was machst du denn hier? Bro, ich hab das doch nicht vergessen. So, du meinst den Banntag? Bro, es ist heute 14.10., Bro! Ja, Brudi, ich weiß, ich bin auch ein bisschen, ich weiß nicht, Bro, bis jetzt ist, danke, bis jetzt ist nichts passiert und irgendwie kam jetzt auch gar nichts, also es ist jetzt auch gerade echt, eine Uhrzeit, wo ich eigentlich schon hätte gebannt werden müssen, aber irgendwie ist nichts passiert bis jetzt, daher, weiß nicht, hast du irgendwas, dir irgendwas aufgefallen? Bro, ich mein's ernst, ich habe den ganzen Tag gehofft, dass irgendwas passiert, dass Faker Kianis sagt, dass du nicht gebannt wirst oder alles rum und dran, aber, ey, nichts kam einfach, du hast auch mir nichts gesagt, dass du nicht gebannt werden kannst oder so, aber... Es steht halt wirklich der 14.10.2024. Es ist heute. Einfach heute, Bro. Bro, meinst du, ich kann jederzeit auf einmal jetzt gebannt werden? Soll ich. Bro, weißt du was? Sollen wir nochmal kurz zur alten Festung fliegen, Bro, dass ich mich nochmal so verabschieden kann? Bro, ich. Weil nein, du wirst nicht gebannt heute. Du wirst heute nicht gebannt. Wenn du heute gebannt wirst, ich fand's ernst, dann heul ich. Bro, ich küsse doch dein Herz, Mann. Ich weiß, aber. Ich glaube auch nicht, dass ich gebannt werde, weißt du? Aber lass uns sicherheitshalber trotzdem hin. Okay, Bro. Guck mal, wie schnell der ist. Oh mein Gott. Er muss einfach fliegen, Leute. Er fliegt einfach. Oh. Ach, Bro, ja, man, hier hat alles auf YouTuber Insel 2 angefangen. Also, Bro, wenn ich mich zurückerinnere, das war so wirklich mit die schönste Zeit, die ich hatte, ehrlich. Weißt du, wer auch unten hier mit der YouTuber Insel gestartet hat? Ja. Ich? Ja, ich weiß. Ach so, ja, stimmt, da unten, ne? Da unten im Keller, ja. Ja, ich erinnere mich. Da kam ich. Bro, ist schon mega schade. Weißt du, was das auch das große Problem ist? Wie wollen wir jetzt Unheil 1 und 0 besiegen, wenn ich nicht da bin? Weißt du, das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Checkst du? Bro, wir brauchen so deine Zeus-Kraft. Wir brauchen dich allgemein. Hier auf der YouTuber-Insel, ich brauche dich. Bro, das macht mich auch mega traurig. Jetzt, wo ich so diese Power habe und so richtig krass bin, Bro. Ne? Ey, jetzt, wo ich das alles habe, kann ich die einfach nicht benutzen. Und das ist mega, mega schade. Aber ich sag dir ehrlich, Bro, irgendwas wollte Faker Kianis mir auf jeden Fall sagen. Die Frage ist einfach nur, was? Ey, was war das? Was hat's? Was ist das denn? Hast du meine Kraft noch nicht gesehen? Bro. Scheiße. Bro, Faker Kianis, ich... Warte, bevor du jetzt mich bannst, warum auch immer du mich bannen solltest. Es tut mir leid, ich hab's nicht geschafft. Ich hab keine Ahnung, was ich zu tun hatte, aber... Ich glaube mittlerweile, dass du nichts Böses willst. Ich glaube nicht, dass du mir irgendwas Schlechtes willst. Und ich habe herausgefunden, dass du mir eigentlich nur helfen Faker wolltest. Kianis, und ich will jetzt endlich wissen, wer du bist. Und warum du mir helfen willst. Oh, er hat eine böse Au... Hä? Hä? Faker? Bro, er ist weg.
Wollen wir das Buch lesen zusammen? Ja, Bro, komm, lies es. Das weg. Verrat. Horry heißt das Buch. Sorry von Kianis. Okay. Er entschuldigt sich? Hey, Kian. Ich wollte nur kurz schreiben, um mich daran zu erinnern, wie stark und fähig du bist. Es ist völlig normal, Ängste zu haben. Jeder hat sie. Aber lass uns nicht vergessen, dass die Ängste nicht die Kontrolle über unser Leben haben müssen. Denke daran, dass du schon viele Herausforderungen gemeistert hast. Du hast die Kraft, auch diese Ängste zu überwinden. Nimm dir einen Moment, um tief durchzuatmen und dich zu zentrieren. Du bist nicht allein in diesem Kampf und es ist in Ordnung, Hilfe zu suchen, wenn du sie brauchst. Stell dir vor, wie es sich anfühlen würde, wenn du deine Ängste hinter dir lässt. Visualisiere den Moment, in dem du dich frei und unbeschwert fühlst. Du bist in der Lage, das zu erreichen. Jeder Schritt, den du machst, egal wie klein, bringt dich näher zu deinem Ziel. Glaube an dich selbst und an deine Fähigkeiten. Du bist mutiger, als du denkst, und du hast alles, was du brauchst, um diese Ängste zu besiegen. Lass dich nicht von ihnen zurückhalten, denn du bist auf dem richtigen Weg und ich bin stolz auf dich. Alles Gute, dein zweites Ich. Boah, ey. Warum sind die Leute manchmal so süß? Oh, das hat mich gerade richtig traurig gemacht, ey. Weißt du, was das heißt im Endeffekt? Der wollte das Gute für dich. Bro, der hat mir einfach nur versucht zu helfen, aber weißt du, was ich von Anfang an nicht verstehe? Wo hatte ich Angst oder was ist denn das Problem gewesen? Ich habe doch alles nacheinander getan. Kann es sein, dass du irgendwas Angst hattest, dass du ersetzt wirst? So, dass du einfach ersetzt wirst, einfach so von einer anderen Person, die du nicht kennst? Aber warum, Bro? Das Problem ist, ich denke mir, ich habe doch alle Aufgaben nacheinander. Guck mal. Dann die Sonnenkrieger-Geschichte. Dann kam, das haben wir alles hintereinander gemacht. Ich wurde zum Sonnenkönig, Bro. Wir haben Massau geschafft zu befreien. Dann haben wir es geschafft, diese ganze Geschichte zu retten. Dann kam auf einmal diese Geschichte mit Zeus. Ich habe es geschafft, Zeus zu besiegen. Ich habe es geschafft, die Donnerkraft zu bekommen. So, was habe ich denn vergessen? Was hat gefehlt, Bro? Ich glaube... Hä? Beule? Was machst du denn hier jetzt? Bro, wir hören dich nicht, hallo? Oder hörst du ihn? Ich höre ihn nicht. Warte, ich war gemutet, Alter. Kian, mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass du gebannt wirst heute oder sowas? Ach so, ja, Bro. Beule, ich werde heute gebannt. Das ist mein Last Day. Faker Kian war gerade auch hier und der hat mir so ein Buch gegeben. Keine Ahnung, Bro. Alter, ey. Ja. Hä, wie? Du wirst komplett gebannt, so ohne dass du zurückkommst oder sowas? Bro, also er hat mir jetzt dieses Buch gegeben, aber er hat mich nicht gebannt und in diesem Buch steht irgendwas mit Entschuldigung. Kann es sein, dass er vielleicht einfach damit mit dem Bann meinte, dass er jetzt verschwindet, Bro? So, vielleicht werde ich ja auch gar nicht. Vielleicht wird er gebannt, Pischta. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie geil! Ja, also nach dem Motto, geil ist es nicht, aber du bist hier, du bleibst hier! Oh. Ja, ich... Bro, Digga, was ist das? Was ist... guten Hunger auf jeden Fall. Auf jeden Fall, irgendwas ist sehr, sehr merkwürdig, Jungs. Aber ich muss der Sache auf den Grund gehen. Habt ihr irgendeinen Plan, was es sein könnte, Bro? Steht irgendwas Wichtiges im Buch drin oder sowas? Bro, das ist einfach eine Art Verabschiedung. Ja, und da steht so, es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Also wie auch immer er das geschrieben hat, das ist unnormal schön. Aber vielleicht müssen wir in den Olymp nochmal... Sollen wir einfach nochmal in den Olymp? Ey, aber ja, was ich sagen wollte ist, Kian, warum das alles passiert ist, ich weiß nicht. Weil es gibt ja immer, du hast ja übelst die Höhen gehabt, weißt du, die Höhen von der Sonnenkriegern und auch jetzt mit Zeus und alles und so. Vielleicht wollte dir Kianis dir zeigen, dass du auch Angst haben könntest oder Angst haben solltest. Aber vor was, Bruder? Auf der YouTuber-Insel, vor was soll ich Angst haben, Digga? Ich bin der schnellste Charakter hier von uns allen. Ich glaube... Mich kann man nicht besiegen. Ich bin theoretisch gesehen unbesiegbar, Bro. Ich glaube, er wollte dir zeigen, dass du doch nicht unbesiegbar bist. Warum bin ich nicht unbesiegbar? Sag mir mal, keiner von euch kann mich in irgendeiner Art und Weise bekommen oder catchen. Auch wenn ich stark genug seid, bis ihr mich bekommt, das klappt einfach nicht. Checkst du, was ich meine? Ich weiß es... Vielleicht ist es aber auch der Gedanke. Vielleicht ist es so, wie du sagst, der Gedanke, dass ich denke, dass ich so krass bin. Deswegen, das meinte ich ja auch. Ja, sonst, lass uns, ich glaube wirklich, vielleicht sollten wir echt nochmal ins Olymp gehen. Wer weiß, weil da hat's angefangen mit Faker Kianis, vielleicht hört's auch da auf, oder? Okay, let's go. Let's go. Okay. Scheint wohl, hier nichts zu passieren, da muss ich mir ja gar keinen Kopf... Hallo? Hallo? Alter, was? Hallo? Ja, Snoopy? Ey, was geht, Leute? Was geht? Was machst du denn hier? Was geht?
Was hast Rudi, du gemacht? Sorry. Wer war das? Sidashi, ich wusste. Nein, das war ich, Rudi. Komm, das war, komm, jetzt reiß. Ich war's. Hallo, hör mir zu, Wer war's. Wer redet? Wer bist da? Nein, du warst es nicht. Ich hab's genau gesehen. Ich war's, Junge, ich! Ach so, Kianis. Warum hat dein Koch befehlt? Auf jeden Fall, Bro, ich war's, sorry. Warum machst du das? Hä? Ich dachte, wir wären Freunde. Ich bin, das war aus Versehen, Bro. Ich hab manchmal die Donner nicht unter Kontrolle. Das ist so wie auf einmal Pischter jetzt, oder er? Aua! Okay, dann kann ich ja hier geschützt sein und ohne Bro, Rüstung. Ich hab. Snoopy, warte mal, wo warst du die ganze Zeit so lange? Guck mein Outfit an, ja? Wir haben fast Winter und ich bin noch im Sommeroutfit. Warst du in der Schweiz oder so? Oder warum ist er da so die ganze Zeit so die. Bro, kommst du aus dem Urlaub gerade oder was? Ja, ich hab schön Urlaub gemacht, ne? Richtig schön. Wie war's? Boah, super. Ich sag ehrlich, auf der anderen Insel, da war richtig gut. Ja. Bro, aber du hast echt, ich sag dir, Retalk, du hast sehr, sehr viel verpasst auf der YouTuber-Insel. Das sagen du weißt, guck mal, hast es dir aufgefallen, was für Fähigkeiten wir haben? Bro? Jungs, zeigt mal eure Skills. Du hast einen Nudelstab, er hat einen Kochstab, er hat einen Nudelstab. Zieh mal deine Rüstung an. Zieh deine Rüstung an, ich mach erstmal. Dann wird mach mir keinen Schaden. Oha, hey, hey. Okay, okay, und jetzt du? Guck mal, Beule. Alter Cerberus! Schweinchen? Keine Ahnung, was es macht. Warum ist da jetzt Schweinchen? Oh, da ist wirklich Schweinchen! Ja, Mann, ich hab den besseren Schweinchen. Was ist das? Warte mal, warum ist Schweinchen hier? Oh mein Gott, was Snoopy wieder da ist. Hat nicht Sidashi die... Hat Sidashi nicht die... Digga, das ist dein... Hat Sidashi nicht die Fähigkeit, Schweinchen zu... Hä? Bingo. Stimmt. Hä? Oh, Sidashi ist oben, Bro! Was macht Bro, der da? Bruder! Digga, wie taucht er denn auf aus dem Nix? Hey, Beule, was attackierst du mich? Ey, also ich muss wirklich sagen, Sidashi ist wirklich gerade wie ein King aufgetaucht, oder? Bruder! Was geht? Ey, Snoopy, was geht? Ich hoffe, wir sehen uns. Ey, Snoopy, warte! Er ist nicht mehr böse! Ja, Snoopy, warte doch! Warte, Bro! Ey, Jungs, jetzt wie alle hier seid. Hinter dir, Bro! Hinter dir! Kian, hinter dir! Oh, Mira? Kian, du hast es leider nicht geschafft. Nein! Ey, warte, Mira! Deine Mission hier auf der Insel ist beendet. Nein! Ey, Mira, warte. Warte, bevor du jetzt irgendwas Falsches machst. Ganz kurz, ich hatte keine Zeit. Ich hatte einfach keine Möglichkeit. Und ich habe wirklich alles gegeben, um Faker Kianas zu besiegen. Wirklich alles. Hör endlich auf, gegen dich selber zu kämpfen. Er kämpft doch nicht gegen sich selber, bist du verrückt oder genauso. So? Lass Kian in Ruhe! Geh wieder zurück, Mira! Warte mal, genau. Was meinst du, Mira? Du hast es einfach immer noch nicht verstanden. Ich gebe dir jetzt Zeit, dich bei deinen Freunden zu verabschieden. Mira, wenn du das machst, ne? Ich, ehrlich, mach es nicht! Komm, ich kann dir eins sagen! Geh weg, Mira! Chill mal! 1-1! Jungs, chill mal! Sie hat recht. Wie, die hat recht? Bro, sie hat recht. Guck mal, dieses Buch ist schon seit fast einem Monat ist dieses Buch hier drin und ich habe mich nicht darum gekümmert. Das ist einfach... Beziehungsweise ich habe versucht, mich darum zu kümmern, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Hä, du hast doch dein Bestes gegeben, Kian. Sag mal, was sagst du da? Du hast dein Bestes gegeben, du hast alles versucht, du warst im Olymp und hast alles drum und Sachen gemacht. Es kann jetzt nicht sein, dass Mira einfach kommt und sagt, deine Zeit ist vorbei so und du kannst jetzt... Nein! Bro, vertrau mir. Was für Vertrauen? Ich will nicht, dass du gebannt wirst. Bro, jeder auf dieser Insel von uns hat eine Storyline von Mira geschrieben bekommen. Okay, das alles, was uns widerfährt, ist von Mira geplant. Jeder von uns hat eine Storyline. Aber so wie das, was Sidashi passiert, gehört zu seiner Geschichte. Das, was dir jetzt passiert ist mit deinen Kochgeschichten, gehört zu deiner Geschichte. Und das, was zu mir passiert, gehört auch zu meiner Geschichte. Das heißt, diese ganze KI-Geschichte, die Mira geplant hat, ist einfach wirklich, dass uns eine Story generiert worden ist. Verstehst du, was ich meine? Wusstest du, dass Mira keine KI ist? Mira ist keine KI! Ist sie nicht, aber das, was uns widerfahren ist, wurde KI generiert. Verstehst du? Bist du verrückt oder so? Ich kann nicht einfach zulassen, dass du gebannt wirst von einer Person, die dich eigentlich nicht mal kenne oder so. Aber dich kenne ich. Genau, das sehe ich genauso. Ich verstehe das doch, aber check doch mal ganz kurz das, was ich dir damit sagen möchte. Ist alles geplant und das hat seine Gründe. Aber es gibt keine Story, wo jemand gebannt wird. Es gibt noch keine Story. Warum soll es eine Story von dir geben, jetzt, dass du gebannt wirst? Bro, willst du mir sagen, noch nie wurde hier jemand gebannt? Ja, aber nicht für immer. Weil es ist Unheil. Also ich wurde. Oh nein, null!
Bro, vielleicht soll es so sein. Vielleicht ist das einfach so. Ich kann es nicht sagen. Ich lass es nicht zu. Ich lass es einfach nicht zu. Mira, du kannst einfach wieder gehen. Naja, das Ding ist, da gibt's doch ein Problem. Wenn du gebannt wirst, du hast einer der Hörner. Wie wollen wir Unai Nur überhaupt bezwingen? Und genau das ist der Moment, wo ich, Stopp, du hast recht. Ganz genau. Das macht keinen Sinn. Das ist das genau gleiche Problem, was wir mit Tridan haben. Tridan ist weg, bedeutet die Hörner sind auch weg. Ich glaube, Mira will nicht, dass wir das schaffen. Ganz kurz, Jungs, ich sag euch ganz ehrlich, Mira ist dem bewusst, zu 100%. Und ich bin mir zu 1000% mittlerweile sicher, dass Mira das schon alles eingeplant hat und sie weiß, dass ich das alles habe. Deshalb, wir müssen, so dumm das jetzt auch klingt, aber wir müssen Mira vertrauen jetzt. Was? Benimm dich! Hör zu, ich sag zu jedem Einzelnen was von euch jetzt, okay? Ich sag dir ehrlich, ich fang bei dir, Snoopy, an. Bro, falls ich jetzt für immer gebannt werde, ich weiß nicht, ob wir außerhalb von Minecraft noch viel Kontakt haben werden, ich hoffe es. Aber Bro, ich muss dir ehrlich sagen, ich fand dich und Eiferständchen als Kombi immer geistkrank witzig, Digga. Oh, muss ich dir wirklich sagen. Ich muss auch was sagen, Kian, gleich. Was denn? Dem du fertig geredet hast. Also, guck mal, ja. Guck mal, Kian, wir waren nicht die besten Freunde gewesen. Wir haben vielleicht ein paar Mal uns gekillt. Haben wir uns gebieft und so. Aber du warst ein richtig schöner Mensch. Und ich hab dich lieb. Mensch. Bitte. warum bist du gebannt? Ich komm wieder und... Guck mal Mira an, diese dumme Kuh, Alter. Outfit. Boile, Bro. Ich sag dir ehrlich. Ja. Davor waren wir auch wirklich nicht so viel... Davor waren wir auch echt nicht so viel unterwegs zusammen und so. Aber seit dieser Göttergeschichte muss ich dir sagen, Digga, du bist mir hier richtig ans Herz gewachsen, Digga. Feier dich Todes, Bro. Dankeschön. Und ich hoffe, dass du hier richtig stark wirst, ne? Also, dass du hier ein bisschen, dass die Leute dich ein bisschen in die Kresse respektieren, okay? Weil jetzt gerade ist noch ein bisschen anders. Ey, warte mal, nein. Du weißt genau, dass ich stark bin. Du weißt, dass ich stark bin. Du weißt ganz genau, was ich meine, oder? Ja, nur das sehen solltest. Zitasche, Bruder. Ja, Bro. Bro, du bist der Heftigste hier. Ich glaube, ich kann echt nur sagen. Ey. Okay. Ich kann dir wirklich nur sagen. Bro, bitte pass hier cool auf alle auf, Digga. Ich werde also aufpassen, aber du bist, Bro... Du bist die Einzige, also ich glaube, du bist die letzte hundertprozentige Hoffnung für Unheil 1 und 0. Ich sag dir, Retalk ist es. Ich glaube, nur du kannst das hier alles noch retten, okay? Bro, ich werde mein Bestes geben, aber ich sag dir ehrlich, da steckt noch viel mehr dahinter als nur Mira. Ja, das kann sein, Das ist zu 100% so. Und da wird noch sehr viel passieren, glaube ich. Okay. Bist du da? Hm. Bro, since day one, Digga, du weißt, lustigster Mensch gewesen, ich küsse dein Herz. Danke für alles, was du getan hast, Bro. Du warst immer da, als gebraucht habe. Bro, ich akzeptier's einfach nicht, weißt du? Ich akzeptier's einfach nicht. Bro, die Zeit ist gekommen. Bro, nein, ich akzeptier's. So, oh mein Gott. Ich akzeptier's, Bro, du bist einer meiner besten Freunde hier, weißt du? Wir haben Sonnenkrieger gemacht. Jetzt haben wir auch unterstützt bei Fake Janus. Und jetzt bist du einmal weg? Was soll ich machen jetzt? Bro, ich hab wirklich mein Countdown. Es ist vorbei, Digga. Es ist wirklich vorbei. Es tut mir mega leid. Aber egal. Jungs, ey, egal was passiert, auch wenn Stu sagst eh über Discord. Ja, ja, ich lieb. Tut mir einen Gefallen. Ich würde euch meinen Donner gerne geben, aber der dient nur mir. Beziehungsweise, wenn ich den droppe, kriege ich den wieder in mein Inventar. Deshalb passt das eh nicht. Mhm. Aber was ich euch auf jeden Fall gönnen kann, Jungs, nehmt. Nehmt. Okay. Alright, Leute, passt gut auf euch auf, ne? Ja. Wir werden dich vermissen. Ich hol dich zurück, Bro. Ich hol dich zurück. Ich hab dich lieb, Bruder, okay? Ich hab dich lieb. Zitashi, pass gut auf dich auf. Ohne Spaß, ich nehm dich beim Wort. Bitte bring mich zurück, okay? Ich hol dich zurück. Ich hol dich alles. Warte mal, warum kannst du fliegen? Siehst du nicht das Item in meiner Hand? Wow. Er ist heimlich Mira. Das ist von Massa. Nein, ich bin nicht heimlich Mira. Ja, rein theoretisch schon. Indirekt. Ja. Okay. Ich hab dich lieb. Weißt du was, Bruder? Ich hab dich lieb. Pass gut auf dich auf und wir werden versuchen, dich zu holen. Okay. Du warst ein super Mensch für uns. Du bist unser Lieblingssong. Scheiß Mira, Alter. Scheiß Mira, ich bin bereit. Warum tust du das? Ist okay. Alles klar. Ich erlaube dir doch, die Unai noch mitzumachen, dass sie deine Hilfe benötigen. Aber trotzdem bist du fürs Erste gebannt, was du endlich mit deinem eigenen Schlüssel gefunden hast. Wie, mein eigenen Schlüssel muss ich finden? Was meinst du damit, Mira? Nein, Kian!
Warum, Ira? Warum? Itachi, komm mal mit. Ja. Bitte. Warum? Es kann nicht wahr sein, dass es jetzt vorbei ist. Ich verstehe es nicht. Bro, wir werden ihn zurückholen. Wir werden, egal, wir beide werden es auf jeden Fall tun. Egal, was ich mache. Ich werde einen Koch, also meinen Braten rausholen und jeden holen, wenn es gibt. Okay, Bro, dann mach dein Ding. Ich werde jetzt nach Lösungen suchen, ja? Ich werde auch gleich nach Lösungen suchen. Okay, Bro, wir sehen uns. Aber erstmal muss ich mich ein bisschen beruhigen, sonst heul ich. Bro, hau rein. Ey, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann das nicht mehr. Leute, schreibt mir bitte unten in die Kommentare, wie ich Kerl retten soll und was ich machen soll. Bitte. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und schönen Tag euch noch. Haut rein, euer Fischer. Ciao.